Gäste haben, reicht dir der Mund nicht aus, dass du bis 100 Personen nach dem Brandschutz zugelassen und deshalb dürfen sie heute diese schönen Räumlichkeiten tagen. Wir heißen sie recht herzlich willkommen hier im Hamburger Rathaus. Das Thema, zu dem wir Sie eingeladen haben, heißt Innere Sicherheit in Hamburg, und angekündigt hatten wir als Referenten den Polizeipräsidenten von Hamburg, Ralf Martin Meyer. Und dieser musste heute kurzfristig, heute Morgen krankheitsbedingt absagen. Aber meine Damen und Herren, die Polizei ist zuverlässig und ein Freund und Helfer und hat sich bemüht, eine adäquate Vertretung zu kriegen. Und das ist Timo Zill, der Polizeisprecher der Hamburger Polizei. Lassen Sie uns ganz kurz anmerken, meine Damen und Herren, die sagen, ja, Polizeisprecher ist etwas anderes als Polizeipräsident. Der jetzige Polizeipräsident hat vor einigen Jahren die gleiche Aufgabe wie Herr Zill wahrgenommen. Also Herr Zill, Sie haben noch Karrierechancen. Meine Damen und Herren, ich möchte ganz am Anfang eben die Mitglieder der Hamburger AfD-Fraktion vorstellen, die neben Herrn Zill nachher bei Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Das ist einmal als erstes unsere Dame, Andrea Oeschläger, unsere Haushalts- und Finanzpolitische Sprecherin. Hallo Andrea. Dann, meine Damen und Herren, unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender und innenpolitischer Sprecher, Dirk Lockemann, der auch gleich noch einige Worte zu Ihnen sagen wird. Dann unser Fraktionsvorsitzender, Professor Dr. Jörg Kruse. Herrn Zill haben wir schon begrüßt. Dr. Bernd Baumann, unser Fraktionsvorsitzender und Landesvorsitzender. Joachim Körner, unser Mann für Gesundheit und Bürgeranliegen. Und unser parlamentarischer Geschäftsführer Dr. Alexander Wolf und schulpolitischer Sprecher. Meine Damen und Herren, das Wort hat unser innenpolitischer Sprecher, Dirk Lockemann. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zu der Reihe Fraktion im Dialog. Sie wissen ja, wir führen diese Veranstaltung mit Menschen aus den unterschiedlichsten Professionen durch. Mal sind es Behördenleiter, mal sind es auch Menschen aus der Wirtschaft. Und heute Abend haben wir Herrn Timo Zill, den Pressesprecher der Hamburgischen Polizei. Herr Zill, von mir aus auch nochmal ein ganz herzliches Willkommen, dass Sie es geschafft haben, zu unserer Veranstaltung zu stoßen. Wir hatten ja vor einiger Zeit den Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, also auch ein Sicherheitsthema, was wir damals besprochen haben. Und ich glaube, es wird heute ähnlich interessant werden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, am 13. Dezember titelte die Bild-Zeitung mit der Einladung und der heutigen Diskussion mit dem Polizeipräsidenten, hätten wir sozusagen den Vogel abgeschossen. Das sei ein gewaltiger Coup geworden. Nach dem Motto, wenn schon der Polizeipräsident bei uns ist und wenn er hier Vorträge hält, dann wüssten wir ja auch, wovon wir reden. Ich hoffe nicht, dass das dem einen oder anderen auf den Magen geschlagen ist. Wir haben jedenfalls eine adäquate Vertretung mit Herrn Zill. Liebe Gäste, Herr Zill ist ja nicht nur Pressesprecher. Sie wissen ja, Pressesprecher verkaufen ja zuweilen auch unangenehme Wahrheiten, ob das nun von Betrieben ist oder von Behörden ist, in kleinen homöopathischen Dosen. Sondern Herr Zill hat ja auch eine Karriere gemacht als Polizeibeamter in Hamburg. Er war zuletzt, glaube ich, auch mal Leiter des PK 33. Das heißt, er ist nicht nur Pressesprecher, sondern im Gegensatz zu vielen anderen Pressemenschen weiß er sicherlich auch, wovon er redet. Liebe Gäste, ganz kurz nochmal zur Einleitung von mir. Wir hatten ja in unserem hamburgischen Wahlprogramm 500 neue Polizeistellen für den Bereich Polizeivollzug gefordert. Damals wurde uns von den Medien und von den Politikern gesagt, 500 Beamte, das sei illusorisch, das sei Fiktion, das sei Utopie, nicht zu finanzieren. Und außerdem gäbe es auch nicht entsprechend Bewerber und Kandidaten dafür.
Mittlerweile ist der Senat so weit, dass er sagt, jawohl, bis zum Jahr 2021 wollen wir auch 300 zusätzliche Stellen schaffen und weiterhin auch 200 Polizeibeamte aus dem Bereich der Verwaltung auf die Straße in den Vollzug bringen. Das heißt, diejenigen werden dann auch auf der Straße für Sicherheit sorgen. Und wie man das alles vorhat, ich glaube, dazu will sich heute Herr Zill auch äußern. Vielen Dank, Herr Zill. Alles Gute und viel Erfolg. So, ich spreche mal kurz rein. Können Sie mich verstehen? Ich habe extra ein Handmikrofon bekommen. Ich teste es nochmal. Haben wir jetzt? Jetzt kommt die Stimme besser rüber. Ja, können Sie mich? Ja, jetzt funktioniert es. Ne? Dankeschön. Okay, ja, wie gesagt, es ist deutlich geworden. Ralf Martin Mayer, der Hamburger Polizeipräsident, ist leider aus Krankheitsgründen verhindert. Insofern hat er mich gebeten, zumindest die Lücke, auch wenn sie natürlich schwer zu füllen ist, den Hamburger Polizeipräsident ersetzt man nicht so einfach, aber tatsächlich als Pressesprecher hier der AfD-Fraktion Rede und Antwort zu stehen den Hamburger Bürgerinnen und Bürgern. Und insofern danke ich für die Einladung, Fraktion im Dialog, und mache das auch sehr gerne. Es geht um das Thema innere Sicherheit in Hamburg. Ich werde Ihnen, denke ich mal, einen sehr allgemein bunten Abriss liefern über das, was sich derzeit in Hamburg ereignet. Wo stehen wir eigentlich? Vielleicht auch den einen oder anderen Zeitlauf darstellen. Teilweise werde ich auch noch mal 15, 20, 30 Jahre zurückgucken. Wie hat sich eigentlich Kriminalität entwickelt? Aber es wird auch immer sehr aktuell sein. Und insofern hoffe ich, dass Ihnen der Vortrag soweit gefällt. Inhaltlich Zahlen, Daten, Fakten. Und nach dem Vortrag stehe ich natürlich dann hier auch für eine Diskussion, für Nachfragen zur Verfügung. Die Polizei Hamburg steht Tag für Tag vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Und einige werde ich jetzt auch benennen. Zur Polizei Hamburg im Allgemeinen. Wir sind eine Großstadtpolizei. Wir haben 9.991 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuell, davon 2.984 Frauen. Das ist mittlerweile ein Frauenanteil von fast 30% und das in dem ehemaligen Männerberuf des Polizisten. 24 Polizeikommissariate, Herr Nockemann hat es erwähnt, eines durfte ich leiten, und 4 Kommissariate der Wasserschutzpolizei sind rund um die Uhr für die Bevölkerung in Hamburg, für die unzähligen Besucher und für die Touristen da. Wir haben 500.000 Notrufe, die über 110 zur Einsatzzentrale gehen, und daraus ergeben sich tatsächlich auch 500.000 polizeiliche Einsätze. Es dauert im Durchschnitt 7,7 Minuten, bis ein Streifenwagen den Tatort erreicht. Bei vielen Einsätzen sind wir deutlich schneller vor Ort, und dann gibt es natürlich, das priorisieren wir eben, Einsätze, die auch ein bisschen mehr Zeit kosten dürfen, und so ergibt sich diese durchschnittlichen 7,7 Minuten. Stichwort ist Kriminalität. Wir bemessen oder messen ja Kriminalität in der polizeilichen Kriminalstatistik. Wir haben die letzten Zahlen, die veröffentlicht sind noch von 2015. Wir wissen, wir sind jetzt noch in den letzten Zügen des Jahres 2016. Dann wird man eine buchhalterische Zusammenrechnung machen im Januar, und wahrscheinlich im Februar wird es dann die jährliche Pressekonferenz geben, wo eben Kriminalität dann auch erklärt wird. Wo stehen wir eigentlich? Ich gehe noch mal kurz auf die letztbekannten 2015er Zahlen ein. Ich habe aber auch die ein oder andere aktuelle Zahl mitgebracht aus dem aktuellen Jahr. Die Gesamtkriminalität ist 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 1,7% gestiegen. Das sind 3.961 Straftaten mehr, auf dann 243.959 Straftaten. So viele Straftaten sind im Jahr 2015 passiert. Ich hatte ja auch schon mal gesagt, ich will auch noch mal Zeitläufe deutlich machen. Wir hatten schon mal andere Zeiten, auch das gehört dazu, das zur Einsortierung. 2001 hatten wir einen Höchststand von 318.528 Straftaten. Also da sieht man auch mal, von wo wir auch mal gekommen sind. Die Aufklärungsquote ist relativ stabil. Die liegt in den Jahren im Monat so bei 44%. Aller Straftaten werden hier in Hamburg aufgeklärt.
Wenn man auf das Städte-Ranking guckt, dann nimmt Hamburg so den zwischen 7. und 8. Platz regelhaft ein, also ein Mittelfeldplatz der größeren Städte. Frankfurt am Main hat in der Regel den in Anführungszeichen negativ belasteten Spitzenplatz. Dann gibt es Köln und Berlin, die noch deutlich vor Hamburg stehen. Wir haben eine Polizeidichte pro 1000 Einwohner von 4,7. Da sind natürlich die Stadtstaaten an der Spitze im positiven Sinne. Die Flächenländer, Schleswig-Holstein beispielsweise, die liegen dann irgendwo so zwischen 2,2, 2,5 Polizeibeamte pro 1000 Einwohner. Hamburg, wie gesagt, 4,7. Nur mal kurz, wo haben wir Zu- und Abnahmen im Jahr 2015, damit Sie eine Zuordnung haben können? Der Fahrraddiebstahl, da haben wir einen Anstieg auf 7,9%, 1256 Fälle mehr als im Jahr 2014. Der Ladendiebstahl ist um 7,5% gestiegen, 1107 Fälle. Der Wohnungseinbruch, ich glaube, jeder, der hier in Hamburg Bürger ist und Zeitungen liest, hat das ja mitbekommen. Der Wohnungseinbruch ist tatsächlich von 2014 auf 2015 um 1516 Fälle gestiegen, ein Plus von 20,2%. Und wir haben auch Verstöße gegen das Asyl- und Freizügigkeitsgesetz, auch da einen deutlichen Anstieg. Um 44%, 1941 Taten ist das Ganze nach oben gegangen. Zu den Hintergründen komme ich nachher nochmal. Wir haben aber auch im Jahr 2015 deutliche Abnahmen. Beispielsweise die Beleidigungsdelikte sind um mehr als 900 Fälle gesunken. Das ist ein Minus von 13,4%. Dann gibt es den Diebstahl aus Gaststätten beispielsweise um minus 16%. Die einfache Körperverletzung hat um 695 Fälle reduziert, minus 4,4%. Und auch den Diebstahl, das nennen wir intern an aus Kfz, also das Scheibe einschlagen und das Portemonnaie aus dem Fahrzeug stehlen beispielsweise, um 454 Fälle, fast 4% gesunken. Wenn ich auf die Gesamtentwicklung der Straftaten in den letzten 5 Jahren schaue, dann, und man greift sich die Zeitfolge 2010, 2012 heraus, dann hatten wir auch schon mal ein Straftatenvolumen von 230.000, ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, 244.000, die letzte offizielle verkündete Zahl. Allerdings auch schon mal über 300.000. In diesem Zeitraum 2010 bis 2012 hatten wir tatsächlich den niedrigsten Stand aller registrierten Straftaten in den letzten 30 Jahren, haben erhebliche Schwankungen. Unmittelbar nach der Wiedervereinigung mit dem Jugoslawienkrieg hatten wir eine starke Zunahme und dann um die Jahrtausendwende zogen die Zahlen entsprechend wieder an. Ich hatte schon erwähnt, die polizeiliche Kriminalstatistik kann ja für das Jahr 2016 noch offiziell nicht bekannt gegeben werden, weil das Jahr eben noch nicht abgeschlossen ist. Aber ich möchte auf einige Deliktsbereiche eingehen, damit Sie auch eine ehrliche Leistungsbilanz der Polizei bekommen, damit wir nachher auch in die Diskussion gehen können und damit Sie auch die Arbeit der Polizei auch entsprechend einschätzen können. Jetzt ist leider Ralf-Martin Meyer nicht da, was an sich wirklich sehr schade ist, weil ich auch gerade mit dem Thema Haus- und Wohnungseinbruch starte. Der eine andere weiß es, ich bin seit 1,5 Jahren Pressesprecher der Polizei Hamburg und startete als junger Pressesprecher genau mit dem Thema. Ralf-Martin Meyer hatte für die Polizei Hamburg das Thema Wohnungseinbruch auf die Agenda, und zwar auf die Top-Agenda, als das Top-Thema der Polizei Hamburg definiert. Viele in der Polizei Hamburg haben das sehr kritisch gesehen, weil man gesagt hat, das Thema Wohnungseinbruch kann man nicht gewinnen. Wir haben bundesweit stark anziehende, steigende Zahlen. Wie soll so ein Stadtstaat, so ein kleiner Stadtstaat wie Hamburg da wirksam etwas dem entgegensetzen? Er hat es anders gesehen und hat gesagt, mir ist es wichtig. Ich weiß, dass die Bevölkerung extrem verunsichert ist bei diesem
Kriminalitätsphänomenbereich, dass Menschen zutiefst getroffen sind. Jeder, der einen Wohnungseinbruch hat erleiden müssen, weiß, wovon ich hier rede. Und insofern hat er dieses Thema auf die Agenda gesetzt. Und er hat nicht nur darüber gesprochen, sondern auch Taten folgen lassen. Und er hat eine Sonderkommission, die SOKO Castle, aus der Taufe gehoben. My home is my castle war das Leitmotiv dazu. Also mein Haus soll so sicher sein wie eine Burg. Insofern haben wir genommen drei Bausteine dazu, die SOKO Castle, also das operative Geschäft. Wir haben dann Erfolge in der Präventionsarbeit. Das erkennt man mittlerweile daran, dass inzwischen 4 von 10 Tätern bzw. Tatversuchen die Täter scheitern, weil eben Wohnungen, Häuser entsprechend gesichert sind. Also das, was an Präventionstipps mittlerweile herausgegeben wird entsprechend auch angenommen und die Täter scheitern einfach. Ein Wohnungseinbrecher gibt sich selbst 3 bis 5 Minuten und wenn er dann in das Objekt nicht hineinkommt, dann bricht er ab. Und insofern lohnen sich manchmal schon sehr einfache Sicherungen. Die Videotechnik hat sich mittlerweile sehr stark weiterentwickelt. Also da hat sich einiges getan. Für das Jahr 2016 erwarten wir eine deutliche Steigerung auch der Aufklärungsquote in Sachen des Wohnungseinbruchs und auch die Fallzahlreduzierung. Komme ich aber gleich nochmal im Detail dazu. Die Anzahl und der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen zum Thema Wohnungseinbruch hat sich in den letzten 5 Jahren stark erhöht. Wir hatten vor 5 Jahren einen Anteil von 45,1%. Im vergangenen Jahr waren wir bei 65,4%. Der Grund ist aus unserer Sicht das sehr starke Agieren von Serientätern hier in Hamburg, hier in Deutschland. Diese Täter zeichnen sich durch eine sehr hohe Professionalisierung aus. Auf der einen Seite sind eher keine Einzeltäter, sondern es ist bandenmäßiges Vorgehen und sie sind hier nicht mit einem Wohnsitz verankert, sondern wir sprechen von reisenden Straftätern. Und wer von mir an der einen oder anderen Stelle mal O-Töne gehört hat, der hat auch wahrgenommen, es sind sehr häufig reisende Gruppierungen aus Osteuropa. Wir haben auch beispielsweise chilenische Einbrecher, die hier Residenten haben, also Ansprechpartner, die nur nach Hamburg reisen, um Wohnungseinbrüche zu begehen. Aber auf das Thema Wohnungseinbruch gehe ich nochmal im Speziellen später ein. Dann haben wir das Thema Diebstahl von Kfz, also von Fahrzeugen. Hamburg ist da für Autodiebe schon ein sehr positives Pflaster. Das muss man ganz klar sagen, weil wir haben wenig Möglichkeiten, Fahrzeuge immer in einer Garage abschließen zu lassen, sondern sie stehen häufig eben auch am Straßenrand. Das ist dann, so nennt es dann eben die Fachleute, eine positive Tatgelegenheitsstruktur und das macht es eben dann vielen oder zieht viele dann eben nach Hamburg. Wir sind momentan, liegen um die 2000 Fahrzeugdiebstähle hier in Hamburg. Bis 2013 einen deutlichen Rückgang und seit 2013 auch wieder einen deutlichen Anstieg. Das ist auch bundesweit so. Allerdings hatten wir Anfang der 90er Jahre auch ganz andere Zahlen. Auch das gehört zur Einsortierung dazu. Anfang der 90er sind hier 9.500 Fahrzeuge pro Jahr gestohlen worden, jetzt um die 2.000. Aktuell im Jahr 2016 zieht es nach wie vor leicht an, also diese Bewegung von 2013 aktuell setzt sich fort und wir gehen davon aus, dass wir um die 6% Anstieg haben werden im aktuellen Jahr. Wenn man sich den Diebstahl aber insgesamt anguckt, Wohnungseinbruch, Keller, Einbruchdiebstahl, Diebstahl von Kfz, dann gehen die Zahlen insgesamt aktuell nach unten. Wir erwarten so ein Minus von 4% im aktuellen Jahr. Die Raubdelikte, das ist natürlich für uns auch ein sehr wichtiges Kriminalitätsfeld, weil da die Auswirkungen für die Opfer besonders massiv häufig sind. Da haben wir in den letzten 5 Jahren ein sehr stabiles Feld, 2.800 Taten. Da erwarten wir für 2016
auch einen leichten Rückgang der Fallzahlen. Die Körperverletzungsdelikte, die sind in den letzten 5 Jahren auch stabil gewesen. So 22.000 Delikte werden pro Jahr begangen. Hier werden wir mit einem leichten Anstieg rechnen müssen. Die Aufklärungsquote liegt bei den Körperverletzungsdelikten bei 83%. Dann zu einem Themenfeld, was jetzt gerade vor Silvester natürlich in einem besonderen Fokus widerstehen wird, sind die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ist bis 2015 in den letzten 3 Jahren um 17% zurückgegangen. In den letzten 3 Jahren um 17% zurückgegangen. Jetzt wissen Sie, wir haben den Jahreswechsel 15-16. Die Taten sind überwiegend nach Mitternacht geschehen. Das heißt, diese sexualisierte Gewalt, die wir hier haben, auch in Hamburg erleben müssen, das sind erst die 2016er Zahlen, die werden auch erst in die aktuelle Statistik einfließen, sodass wir hier natürlich mit einem Anstieg rechnen müssen. Die Polizei Hamburg hat sich sehr, sehr intensiv auf das neue Silvesterfest vorbereitet. Wir haben ein Phänomen letztes Jahr erleben müssen. Das war uns hier in Hamburg so nicht bekannt. Das war, glaube ich, bundesweit so nicht bekannt. Und insofern haben wir tatsächlich eine Konzeption. Auch dazu komme ich nachher nochmal, wo wir uns sehr, sehr sicher sind, dass dieses Phänomen so in Hamburg nicht nochmal auftreten wird. Aber das werde ich Ihnen auch nochmal erläutern, was wir dort uns vorgenommen haben. Dann habe ich mir nochmal aktuelle Einsatzzahlen besorgt aus den Flüchtlingsunterkünften. Ich glaube, das ist immer nochmal auch eine sehr wichtige Zahl. Sie wissen, wir haben im Sommer 2015 begann ja der starke Zuzug von Flüchtlingen. Hamburg hatte ja eine besondere Situation, eben ziemlich aus dem Stand heraus dann den Flüchtlingen adäquate Unterkünfte anbieten zu müssen. Und das führte natürlich dann auch zu polizeilichen Einsätzen. Wir haben im Jahr 2015, das Jahr ist ja abgeschlossen, 2029 polizeiliche Einsätze in den Unterkünften gefahren. Dies entspricht einem prozentualen Anteil zu allen polizeilichen Einsätzen von 0,41%. Für das Jahr 2016, das sind jetzt die aktuellen Zahlen bis November, zeichnet sich eine leichte Steigerung der Einsätze ab. Wir sind derzeit so bei 2.134 Einsätze. Das entspricht einem prozentualen Anteil von 0,47%. Wenn man sich die einzelnen Monate anguckt, dann spürt man, oder nicht nur spürt, sondern das kann man belegen, gehen die Zahlen deutlich zurück. Wir hatten Anfang des Jahres, ich glaube, wir waren so Jörg, ich gucke mal in deine Richtung, 0,8%. Ich glaube, das kommt in etwa hin. Also 0,8% Anfang des Jahres waren alle gesamtpolizeilichen Einsätze in den Flüchtlingsunterkünften. Momentan bei, oder auch wenn man auf das Jahr 2016 guckt, 0,47%. Ich möchte einfach nur einmal die Fakten darstellen. Und wir können ja am Ende meines Vortrages, sagte ich ja, stehe ich ja für Fragen zur Verfügung, können wir es gerne durchdiskutieren. Mir ist einfach nur nochmal die Zahlen, Daten, Fakten wichtig. Wenn ich drauf schaue, was war denn Ursache der polizeilichen Einsätze, dann hat das ganz häufig damit zu tun, dass die Bewohner häufig auch untereinander in eine Konfliktsituation gekommen sind, wo Polizei sozusagen einerseits als Schlichter auftreten musste, andererseits aber auch dann Strafanzeigen aufnehmen musste im Bereich Körperverletzungen, gefährliche Körperverletzungen. Dann komme ich auf einen nächsten Kriminalitätsbereich, der erstmal wirkt wie ein vielleicht Bagatelldelikt, aber doch erhebliche Steigerungszahlen hatte, ist der Taschendiebstahl. In Hamburg, das wissen Sie, leben 1,8 Millionen Einwohner in etwa. Wir haben mittlerweile, und das ist ja auch etwas, worauf wir ein Stück weit stolz sein können, 86 Millionen Tagesgäste jährlich hier in Hamburg. Wir haben viele Veranstaltungen. Hamburg ist auch Eventstadt.
Und wir haben mit diesem Massendelikt tatsächlich zu kämpfen. Das Problem ist eine hohe Anzahl von Taten mit geringer Aufklärungsquote. Andere Großstädte kennen dieses Phänomen auch. Berlin beispielsweise musste in der jüngeren Vergangenheit mit einer Verdreifachung des Taschendiebstahls leben. Die liegen bei 40.000 Taten. Wir in Hamburg haben auch einen sehr starken Anstieg. Also wenn ich jetzt mal auf das Jahr 2012 gucke, liegen wir bei 13.000 Straftaten, 2013 16.000 und 2014 20.000. Auch hier hat die Polizeiführung natürlich die Situation einerseits natürlich analysiert, wir haben nicht tatenlos zugesehen und wir haben eine Taskforce in die Gänge gesetzt, die sich ausschließlich mit Spezialkräften, da geht es natürlich überwiegend um Zivilfahnder, sie brauchen ein verdammt gutes Auge, Herr Nock, wenn Sie das noch wissen, man braucht ein verdammt gutes Auge, um diesen Tätern auf die Schliche zu kommen, weil sie so ungeheuerlich geschickt agieren. Sie werden angesprochen, sie werden kurz angerempelt und dann sind die geschickten Finger sozusagen schon in ihren privaten Taschen und schnell ist die Geldbörse weg. Wir haben tatsächlich zwei Maßnahmen getroffen. Das eine nannte sich 10 Wochen, 10 Fahnder. Das war unser erster Ansatz. Also 10 Fahnder, einfach mal mit nichts anderem ausgestattet als mit diesem Auftrag. Das war, ja, das ging in die richtige Richtung, aber wir spürten, damit kriegen wir die große Trendwende nicht in die Wege geleitet. Und insofern haben wir uns zusammengesetzt mit unserem natürlichen Partner der Bundespolizei, die gerade auch im Bereich der Bahnhöfe natürlich auch viele Fallzahlen haben, die auch sehr, sehr versierte Zivilfahnder haben. Und da hat man eine Taskforce eingerichtet. Mit dieser Taskforce sind wir Mitte 2015 gestartet und haben beispielsweise 54 Schwerpunkteinsätze durchgeführt, 5 größere Schwerpunkteinsätze im vergangenen Jahr. Und es war so erfolgreich, dass wir diesen Trend, ich habe Ihnen das gesagt, in den letzten Jahren sind wir an sich von 13.000 entsprechend dann auf 20.000 sozusagen wie eine natürliche Folge hochgerutscht. Diese Trendumkehr ist uns zumindest in der Form gelungen, als dass wir im Jahr 2015 ebenfalls 20.000 Taten zu verzeichnen haben. Deswegen wurde das Konzept 2016 auch fortgeführt und ich gehe davon aus, dass wir 2017 auch eine Wiederauflage haben. Mittlerweile wissen die Kräfte sehr, sehr genau, wie sie vorgehen müssen. Wir haben natürlich diesen starken räumlichen Bereich in der Innenstadt, weil da natürlich sich die Touristen aufhalten, die Menschen dicht gedrängt sind. Das ist natürlich ein Eldorado für Taschendiebe auf der einen Seite. Und wir haben am Wochenende den Drang in die Clubs. Das kann im Bereich St. Georg sein, aber auch im Bereich St. Pauli, wo die jungen Leute feiern und dann die Jacke ablegen, Portemonnaie drin lassen und dann ist das, oder das Handy, und dann ist es schnell geschehen. Wir waren so erfolgreich, dass wir für 2016 die 20.000er-Zahl deutlich unterschreiten werden. Da geht die Entwicklung deutlich mit hin und wir werden auch die Aufklärungsquote, die wirklich sehr, sehr niedrig war in der Vergangenheit, 2,8% der Delikte konnten nur aufgeklärt werden. Die konnten wir in den letzten 5 Jahren zumindest auf 4,8% fast verdoppeln und für 2016 gehen wir tatsächlich davon aus, dass wir zu einem weiteren Anstieg der Aufklärungsquote kommen. Das ist die Taskforce Taschendiebstahl. Haus- und Wohnungseinbruch ist uns so wichtig, dass ich es jetzt nochmal in einem eigenen Blog nochmal speziell vorstellen möchte. Wir haben leider nach wie vor deutschlandweit steigende Zahlen. Auch im Jahr 2015 beispielsweise in Bayern. Ich habe neulich einen Vortrag vom bayerischen Innenminister Herrmann hören dürfen. Auch dort sind die Zahlen nach oben gegangen und ich habe es deutlich gemacht, die Einbrüche verursachen nicht nur Sachschäden, sie hinterlassen bei den Opfern traumatische Folgen. Es gibt gewisse Studien, wenn jemand Opfer eines Wohnungseinbruchs ist, dann gibt es 30% der Menschen, die tatsächlich überlegen, aus dieser Wohnung auszuziehen,
Und 10-15%, je nach Studie, setzen das tatsächlich in die Tat um. Also es ist somit das schlimmste Delikt, das man erleiden kann, weil jemand in diese Privatsphäre eindringt. Und insofern beherrscht dieses Thema mittlerweile ja nicht nur die Medien. Die Opfererfahrungen werden auf der einen Seite auch indirekt weitergegeben, aber es ist ja auch mittlerweile ein sehr starkes Thema in der Politik. Und die Innenministerkonferenz hat ja auch jüngst dazu Stellung genommen. Auch hier einen kleinen Überblick, wo stehen wir hier eigentlich in Deutschland? 2014 hatten wir 152.000 Wohnungseinbrüche und da sind auch immer die Versuchstaten mit drin. Sie haben vorhin gehört von mir, zum Glück kann man fast die Hälfte, nicht ganz, 45% der Taten wieder abziehen, weil die Täter nicht ins Objekt gekommen sind. Wenn ich das zu Hause meiner Frau erzähle, dann sagt sie zweimal, was nützt es, aber wenn die Täter trotzdem versucht haben, reinzukommen, macht mich nicht ruhiger. Aber es ist ja auch erstmal ein Faktum, die Hälfte der Taten können wir in etwa abziehen. Und im Jahr 2015 ist bundesweit ein Anstieg von 167.136 Taten gezählt worden. Das ist ein Anstieg von 10%. Für Hamburg 2014 7.490 Delikte und im vergangenen Jahr 9.006. Das sind die berühmten plus 20,2%. Die Aufklärungsquote 2014 hier für Hamburg 8,3%, im vergangenen Jahr 8,7%. Ja, Ralf Meyer hat dann für sich die Verantwortung hochgezogen und hat dieses Thema eben zu seinem persönlichen Thema gemacht. Er hat die Schwerpunktsetzung mit der Soko Castle, zweite Halbjahr 2015. 100 Mitarbeiter sind dort eingesetzt. Unter der Leitung von Alexandra Klein als Pressesprecher habe ich mit der Kollegin immer sehr, sehr viel machen können, weil wir natürlich das Thema ja auch in die Öffentlichkeit bringen wollen, weil wir einfach auch unsere Präventionstipps unter die Bevölkerung bringen wollen, auf der einen Seite. Andererseits, so haben wir es auch immer ganz deutlich gemacht, wir wollen den reisenden Tätern hier auch ein Signal setzen. Es lohnt sich nicht, nach Hamburg zu kommen, um Wohnungseinbrüche zu begehen. Alex Klein ist eine sehr versierte Kollegin, die auch mal das mobile Einsatzkommando geleitet hat. Und sie hat den klaren Auftrag mitbekommen, die Soko Castle auf das Thema reisende Wohnungseinbrecher auszurichten. Es geht uns darum, bei der Soko Castle einmal die Taten, Tatserien zuzuordnen. Und dann, Sie können sich vorstellen, das sind nicht alles Kripo-Kollegen, die in dieser Soko Castle arbeiten, sondern wir haben tatsächlich zwei Gruppen mobiles Einsatzkommando dabei. Das ist schon eine sehr besondere Zuweisung. Diese Kräfte sind natürlich sehr rar gesät und sie sind aber fest in diese Soko gegeben worden und auch zwei Einsatzzüge, die einerseits in Uniform Dienst machen können, andererseits aber auch zivile Erfahrungen haben. Und bei der Soko Castle sind sie zivil eingesetzt. Und dann geht es uns tatsächlich darum, in diese Strukturen hineinzukommen. Wer reist hier nach Hamburg? Wer begeht welche Straftaten? Mit welcher Struktur? Mit welchen Hintergründen? Wie sind die Wege? Die Soko Castle geht in die Tatörtlichkeiten rein, den Modus operandi. Sie haben also erstmal sehr, sehr viel Wert auf Analyse gelegt, um dann die operativen Kräfte bestmöglich mit Informationen zu versorgen. Es gibt einen bundesweiten Austausch und natürlich ganz stark der Austausch Schleswig-Holstein und Niedersachsen, weil wir wollen als Polizei Hamburg ja nicht die Straftäter einfach nur verdrängen, sondern wollen ja auch dann den Schleswig-Holsteinern und den Niedersachsen die Chance geben, da auch entsprechend nachzusetzen. Ich glaube, wenn man sich die Tätigkeit der Soko Castle anguckt, die Aufklärungsquote wird dieses Jahr auch wieder steigen. Wir sind mittlerweile deutlich im zweistelligen Bereich, wissen also mittlerweile deutlich besser, wo kommen eigentlich die Wohnungseinbrecher her. Und es gibt eben gewisse Muster, mit denen wir umgehen müssen. Ich habe es deutlich gemacht, dass man muss einfach dann erkennen, wenn man beispielsweise chilenische Wohnungseinbrecher hat,
dann muss man diese Fakten einerseits im Hellfeld haben, man muss sie auch ganz klar benennen und man muss auch seine Strategie danach ausrichten. Oder die osteuropäischen Einbrecherbanden, die hierher kommen. Sie haben es vielleicht mitbekommen, die Polizei Hamburg hat sehr intensiv Razzien durchgeführt. Da ging es uns immer darum, zu schauen, wo steigen diese Menschen eigentlich ab, weil wir ja wissen, sie wohnen hier nicht, sie haben kein richtiges Umfeld, das heißt, sie brauchen irgendwo Pensionen, gewisse Hotels, die sicherlich nicht unsere Hotels wären. Und mit diesem Muster ist die Soko gestartet und wir haben, glaube ich, sehr erfolgreich Razzien durchgeführt. Wir haben Verkehrskontrollen, die wir nach einem ganz festgelegten Muster durchgeführt haben, wo wir uns natürlich Fahrzeuge angeguckt haben, also Transporter mit sehr gerne auch Mietfahrzeuge, weil wir wissen, die Täter agieren in Deutschland. Sie leihen sich Fahrzeuge von Mietfirmen und sind dann in der Lage, innerhalb weniger Tage mehrere tausend Kilometer zurückzulegen. Mittlerweile lesen wir die Daten der Navigationsgeräte aus. Es gibt einen engen Austausch. Wenn wir also Täter hier auf frischer Tat festgenommen haben, dann werden die Navigationsgeräte ausgelesen. Dann können wir dann auch die Ermittlungen in anderen Städten unterstützen. Und das funktioniert mittlerweile sehr gut. Weil, dann, das ist natürlich ein ganz wichtiger Baustein, es nützt nichts, wenn die Polizei Hamburg auf der einen Seite die Täter hier festnimmt, wenn wir Serien zuerkennen können. Wir brauchen natürlich auch das Hand in Hand vorangehen mit der Staatsanwaltschaft und dann natürlich auch vor Gericht, weil wir brauchen dann die entsprechenden Verurteilungen, weil ohne entsprechende Abschreckung kriegen wir eben diese Signalwirkung, es lohnt sich nicht, nach Hamburg zu kommen, um Straftaten zu begehen, auch nicht umsetzen. Das ist uns entsprechend bewusst. Es hat ja auch Gespräche mit der Staatsanwaltschaft gegeben, die sich ja auch entschlossen hat, eine eigene Schwerpunktabteilung einzurichten. Und das ist dann im Grunde genommen auch gar kein Hexenwerk, Entschuldigung kurz, sondern uns ist bewusst, diese Serientäter müssen dann auch genau mit diesen Straftaten zugeordnet werden. Und wir merken vor Gericht, wenn wir diesen Beweis erbringen können, dann kommen wir auch zu hohen Haftstrafen. Es gibt jetzt hier einen, die Katze wird er genannt, in den Medien ist es, glaube ich, ein albanischer Staatsangehöriger. Osteuropa, also nageln Sie mich jetzt nicht auf Albanien fest, aber aus Osteuropa, den wir hier weit im zweistelligen Bereich der Straftaten nachgewiesen haben. Und da ist man guten Mutes, auch seitens der Staatsanwaltschaft, dass wir deutlich zu einer mehrjährigen Strafe kommen werden. Wichtig war uns auch, und dafür habe ich gestanden, eine 110-Kampagne hier in die Bevölkerung zu bringen, weil wir immer wieder festgestellt haben, viele Bürger trauen sich einfach nicht, die 110 zu rufen. Es gibt ja immer noch so diesen, ich habe es eingangs auch erwähnt, 110, Notruf. An sich wollen wir von der Bezeichnung Notruf weg. Das ist der Polizeiruf. Und wir wollen gar nicht dahin, dass es ein Notruf ist, sondern ein Polizeiruf. Wir brauchen ihre Beobachtung. Jeder hat tatsächlich spürt in seinem Umfeld, hier sind Menschen, die gehören hier nicht her. Wir haben beispielsweise auch ein Täterprofil, das sind junge Mädchen, häufig aus dem Bereich Sinti-Roma, die sehr westlich jung gekleidet sind, um die 20 Jahre. Die fallen erstmal gar nicht weiter auf, gehen dann in die Treppenhäuser und schauen, wo sind Türen nicht abgeschlossen. Klingeln kurz vorher, man lauscht, ist jemand in der Wohnung und dann wird mit so einem Flipper, heißt es im Fachkreis, mit so einem Plastikkärtchen, wird dann an der Tür gerüttelt und dann hat man ganz schnell die Tür geöffnet. Da hören wir immer wieder, dass Bewohner gesagt haben, ist mir aufgefallen, gehörten hier nicht her, aber ich mochte jetzt auch die Polizei nicht anrufen. Und da war unser Ansatz, wir müssen mit einer Kampagne dagegen starten, wir müssen das auch versuchen aufbrechen und wir wissen, Handlungsmuster der Bevölkerung von uns Menschen im Allgemeinen aufbrechen ist unwahrscheinlich schwierig. Aber da sind wir auch ein Stück weit intern, Herr Jürg, doch stolz drauf, das hat gut funktioniert. Wir haben einen Film gedreht, den auffälligsten Einbruch aller Zeiten. Wir haben etwas mit der Bild-Zeitung gemacht, Wähle dich zum Helden, einen Kinospot gedreht. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dass die 110-Anrufe mit den Hinweisen aus der Bevölkerung deutlich gestiegen sind. Und das ist eine tolle Zusammenarbeit, weil wir brauchen von Ihnen die Hinweise.
Wir sind schnell vor Ort, die Polizei ist gut aufgestellt und wenn wir von Ihnen die Hinweise kriegen, dann kommen wir auch zu Erfolgen. Dann gibt es ein Forschungsprojekt, vielleicht haben Sie davon gehört, das, also bei uns nennen wir es Prädiktionspotenzial Predictive Policing. Das ist ein Zauberwort, also Vorhersehbarkeit von Täterhandeln. Also wo werden Straftäter als nächstes zuschlagen? Da gibt es ein Grundlagenforschungsprojekt zwischen der Polizei Hamburg und der Uni Hamburg. Das ist im letzten Jahr gestartet, das ist auf 2 Jahre angelegt. Uns geht es darum, ein Auswertesystem zu entwickeln, die Erweiterung des Wissens über die Struktur der Tätergesamtheit bei der schweren Einbruchskriminalität und wir wollen damit Polizeikräfte steuern. Es gibt schon so Programme, die kann man kaufen. Bayern beispielsweise hat das getan, aber der bayerische Innenminister Herrmann war da auch ehrlich. Eine wissenschaftliche Erfolgsbelegtheit gibt es dazu nicht. Es kommt auch sehr darauf an, was man für ein eigenes Datenvolumen überhaupt hat. Und es ist nicht so, dass Sie da den Computer füttern und am nächsten Tag wissen Sie dann, wo die Täter wieder zuschlagen. Ich glaube, das kann vielleicht in Zukunft funktionieren. Uns war jetzt aber erstmal wichtig, dass wir überhaupt mit der Uni Hamburg nochmal gucken, wie sieht unser Datenvolumen aus, wo muss die Polizei Hamburg deutlich besser bei der Straftatenanalyse werden auf der einen Seite. Und da müssen wir mal gucken, wo landen wir mit diesem System. Zivilfahnder haben wahrscheinlich gutes Bauchgefühl. Die wissen schon ziemlich genau, wo sie an sich, in welche Stadtteile sie gehen. Vielleicht ist es die Verbindung beider Systeme, die es vielleicht erfolgreich macht. Aber es ist eben, ich wollte es einfach nur ansprechen, eben nicht so, dass es das Allheilmittel ist. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn der Mensch nicht überall ersetzbar ist. Kooperation mit der Staatsanwaltschaft habe ich angesprochen. Da sind wir natürlich auf gute Zusammenarbeit angewiesen. Dann möchte ich einige Erfolgsdaten der Soko Kassel nennen. Die Soko Kassel in Sachen Wohnungseinbruch hat 893 Verfahren übernommen, 47 Serien festgestellt. Und Sie wissen, das ist das, worauf wir uns letztlich fokussieren. 545 Einzeltaten, es hat 191 Festnahmen gegeben. Und von diesen 191 Festnahmen immerhin 129 Haftbefehle, wo also dann jemand auch tatsächlich dafür ins Gefängnis ging. Es hat 41 Schwerpunkteinsätze gegeben, Verkehrskontrollen, Razzien, sonstige Einsätze. Und ich hatte Ihnen gesagt, wir waren unter 9% Aufklärungsquote, Wohnungseinbruch 2015. Die Soko Kassel, für die Fälle, die die Soko Kassel übernimmt, 64,5%. Die 100 Beamten im Einsatz habe ich entsprechend gesagt und insofern gehen wir mit einer sehr breiten Brust fürs Jahr 2016 in die PKS. Also wir gehen von einem deutlichen Rückgang der Fallzahlen im zweistelligen Bereich aus und auch die Aufklärungsquote wird nun sich deutlich im zweistelligen Bereich bewegen. Insofern hat sich dieser Ansatz dann auch bewährt. Ja, dann möchte ich nochmal die Aufmerksamkeit auf die Betäubungsmittelkriminalität nochmal richten. Das ist etwas, wo wir in der Öffentlichkeit auch immer wieder sehr stark gescholten wurden. Wir haben einen sehr starken Anstieg in den letzten Jahren der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität festgestellt. Und da gibt es 3 Stadtteile, die man da ganz klar benennen muss. Das ist einmal der Bereich St. Georg rund um den Hansaplatz, das kennen Sie. Das ist ja im Grunde schon eine historische Stätte für dieses Deliktsfeld. Das ist der Bereich St. Pauli, einmal nördlich und dann aber auch tatsächlich schon südlich der Reeperbahn mit der Balduin-Treppe. Und wir haben auch das Schanzenviertel. Wenn ich auf das letzte Jahr gucke, dann sind die Zahlen um 11% gestiegen. Das ist natürlich, der Fachmann weiß es. Drogenkriminalität ist etwas, nur das, was Sie reingeben, kriegen Sie auch wieder raus. Also wenn Sie da viele Kräfte reingeben, dann steigen die Zahlen, weil Sie das Dunkelfeld ins Hellfeld holen. Das ist also ein Kontrolldelikt, wie der Fachmann sagt. Und geben Sie weniger Kräfte rein, dann gehen die Zahlen auch nach unten. Aber
dieses für uns entscheidend ist, diese öffentlich wahrnehmbare Drogenkriminalität. Weil wir wissen, und das weiß jeder, der aufmerksam durch die Stadt geht, wenn Sie so eine Szene haben, die zieht nicht nur dann den Drogendealer an, den Drogenkäufer, sondern das ist dann auch ein Stück weit Verelendung. Und damit zieht es den ganzen Stadtteil nach unten. Und wenn da Menschen wohnen, beispielsweise rund um die Balduin-Treppe, auch da wohnen Menschen im Bereich St. Pauli und da gibt es eine Schule. Und wenn dann Menschen sagen, die Bewohner sagen, wir ertragen es hier nicht mehr, dann muss Polizei handeln. Es hat Interessierte gegeben, die versucht haben, dort gegenzuhalten und versucht haben, uns ein bisschen in die Ecke zu setzen. Wir würden also einen bestimmten Typus von Menschen überprüfen. Das machen wir mit dem, was wir an Verdachtslagen haben. Uns ist die Hautfarbe völlig egal, die Polizei Hamburg ist völlig frei von solchen Vorstellungen, aber da, wo wir eben Verdachtslagen haben, und das machen wir daran fest, wie jemand sich verhält und nicht wie jemand aussieht, aber wie jemand sich verhält. Und wenn wir entsprechende Verdachtslagen haben, dann geht die Polizei Hamburg dort auch konsequent gegen vor, weil wir um diese Sogwirkung von diesen Drogenszenen auch besonders wissen. Es hat in den Vorjahren 14, 15 verschiedene Ansätze gegeben. Wir haben, nur damit Sie es mal gehört haben, 125.000 Personalstunden dort hineingegeben. Das sind 15% Zuwachs. Es hat Zuführungen, es hat Haftbefehle gegeben, verschiedene Konzepte. Wir haben immer wieder Bereitschaftspolizei wechselnd hineingegeben und merken dann aber so richtig, den Durchbruch bekamen wir dann nicht hin. Und insofern auch hier wieder, und Sie merken es, das Muster zieht sich immer wieder durch, haben eine Taskforce eingerichtet, die Taskforce BTM. Es hat ein Polizeiführer, ein Polizeidirektor hat diese Taskforce oder leitet diese Taskforce, der ja auch Besuch bekommen hat. Man hat ja sein Privatfahrzeug in seinem Carport ja in Brand gesetzt. Und insofern merkt man, es gibt dann auch eine Reaktion aus der Szene zu der Situation. Und diese Taskforce hat den klaren Auftrag, sich ganz speziell um diese drei Stadtteile zu kümmern. Und auch hier wieder, also Sie erkennen das wiederkehrende Muster, Kräfte, die sozusagen dauerhaft dort fest Dienst machen, sind dort hineingegeben worden. Am 20. April sind wir gestartet und 50 Beamte werden jeden Tag eingesetzt. Diese Taskforce, die jetzt seit dem 20. April 2016, also einige Monate am Arbeiten ist, hat mittlerweile 469 Schwerpunkteinsätze durchgeführt, 20.500 Personen kontrolliert, 1.500 Platzverweise ausgesprochen, 7.500 Aufenthaltsverbote, 18.000 Mal die Identität festgestellt, 500 in Gewahrsamnahmen durchgeführt und 500 vorläufige Festnahmen getätigt. 160 Personen wurden dem Haftrichter vorgeführt und von diesen 160 Personen, auch das eine tolle Quote, 138 Personen, gegen 138 Personen wurde ein Haftbefehl erlassen. Ich glaube, das macht deutlich, dass wir enorme Anstrengungen unternommen haben, um diesem Phänomen zu begegnen. Und ich glaube, ich habe deutlich gemacht, warum wir das tun. Und ich glaube, es ist sehr gut investiert, weil die Bürgerinnen und Bürger gerade in diesen Stadtteilen haben einfach einen Anspruch drauf. Dann möchte ich eine neue gemeinsame Ermittlungsgruppe vorstellen, GERAS. Ich weiß nicht, wenn ich da mal so in die Runde gucke, haben Sie schon mal von dieser Bezeichnung gehört? GERAS? Noch gar nicht? Okay. Das ist eine gemeinsame Ermittlungs- und Rückführungsgruppe ausländischer Straftäter, GERAS von Polizei und Ausländerbehörde. Die in Hamburg ab 2015 stark gestiegenen Zuwanderungszahlen werden perspektivisch zu erhöhten Rückführungszahlen führen. Bereits in der Vergangenheit wurden in den verschiedenen zuständigen Ämtern und Dienststellen der Behörde für Inneres und Sport Maßnahmen zur Steigerung der Rückführungszahlen initiiert. Diese in Teilen ämterübergreifenden Maßnahmen erfolgten jedoch bislang nicht im ausreichenden Maße. Eine nachhaltige Steigerung der Anzahl der Rückführung von Straftätern in ihre Herkunftsländer wurde bisher noch nicht erreicht. Sie wissen, das Thema ist sehr, sehr stark in den Medien präsent. Teilweise haben die jeweiligen Beteiligten mit ihren jeweiligen Kompetenzen, Informationen und Rechte dann eben nicht im ausreichenden Maße zusammengearbeitet.
Die verschiedenen Zuständigkeiten führen zum Abarbeiten gewisser Teilbereiche, ohne dass dabei der Gesamtkomplex betrachtet wurde, beziehungsweise dass man sauber in die Steuerung gehen konnte. Insofern war uns klar, wir müssen hier diese Kräfte bündeln, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und auch hier, wie gesagt, Sie merken, es ist schade, dass Ralf Martin Meyer nicht hier ist, hat er etwas initiiert. Und zwar hat er sich umgeschaut und hat in Frankfurt eine Ermittlungsgruppe am Frankfurter Flughafen ausfindig gemacht, die genau mit diesem Modell, wie wir es jetzt hier auch durchführen, seit Jahren auch schon Erfolge hat. Insofern hat diese Gruppe, die ist allerdings erst seit wenigen Wochen am Start, seit dem 1.11. ihre Arbeit aufgenommen. Ziel der Ermittlungsgruppe ist es, bei erheblich straffällig gewordenen Ausländern gemeinsam alle polizeilichen, aber auch alle ausländerrechtlichen Maßnahmen auszuschöpfen, aufenthaltsbeendende Maßnahmen zu forcieren und so die Begehung weiterer Straftaten dieser Ausländer, insbesondere hier in Hamburg, zu verhindern. GERAS übernimmt vorrangig Sachverhalte, die den priorisierten Zielen der Kriminalitätsbekämpfung entsprechen, sowie auf Initiative der Ausländerbehörde Sachverhalte mit besonders gelagerter ausländerrechtlicher Bedeutung. Ziel ist dann die priorisierte Abschiebung. GERAS soll die Arbeit der Ausländerbehörde nicht ersetzen, aber sie soll da, wo es eben Menschen gibt, die genau in dieses Raster fallen und wo wir sagen, die gehören dann tatsächlich priorisiert abgeschoben werden, die sollen angefasst werden. Momentan sind um die 50 Sachverhalte in der Betrachtung. Das zum Thema GERAS, aber dann konnte ich es hier an dieser Stelle auch nochmal vorstellen. Dann komme ich nochmal zu einem ganz, ganz großen Punkt, der uns irgendwie alle, glaube ich, auch umtreibt. Das ist die Terrorgefahr, der islamistische Terrorismus. In Hamburg leben 500.000 Migranten, das entspricht ca. 30% der Hamburger Bevölkerung. Und diese 500.000 Migranten haben zu 25% einen muslimischen Glauben. Die Hauptherkunftsländer dieser Muslime sind Migranten aus der Türkei, aus Afghanistan sowie der Iran und den arabischen Staaten. Gewaltbereit bzw. bereit in den Dschihad zu ziehen, ist nur ein sehr kleiner Teil. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Allerdings gibt es gewisse antidemokratische Tendenzen. Und jetzt habe ich eine kleine Anleihe genommen aus der Soziologie, gibt es soziologische Faktoren. Warum haben wir die fehlende Integration von jungen Muslimen, warum haben wir in Teilen eine Radikalisierung? Und dann, wenn man dann in die Soziologie guckt, dann schreiben die uns in den Stammbaum, dann geht es natürlich um fehlende Sprachkenntnisse, es geht um das geringe Bildungsniveau, die Chancenlosigkeit auf dem Arbeitsmarkt, ein schwaches Selbstbild und auch in Teilen ein sehr stark ausgeprägtes Minderwertigkeitsgefühl. Das führt dann zu Abgrenzungstendenzen innerhalb der Gesellschaft und fehlende Identifikation mit dem Land, in dem man lebt. Die Integrationsdefizite werden oft auch an die eigenen Kinder weitergegeben. Ich erinnere mich noch, als ich zur Schule ging, hatte man die erste und zweite Generation von Menschen mit Migrationshintergrund hier in Deutschland und war an sich der Meinung, dass sie sich sehr, sehr schnell hier auch in die Gesellschaft integrieren. Und wir wissen mittlerweile, dass es so einfach nicht mehr ist. Wir haben eine stark international ausgeprägte Dimension des islamischen Extremismus, Terrorismus. Das hängt natürlich auch sehr, sehr stark mit der medialen Vernetzung zusammen. Aber auch national ist man gut vernetzt. Der Polizei sind mehrere muslimische Organisationen bekannt, die dem salafistischen Umfeld zuzurechnen sind und zum Teil hier, auch hier in Hamburg, missionierend tätig sind. Die Gruppierung in ihrer Ausrichtung aufgrund religiöser und politischer Ziele, die sich gegen die rechtlichen Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland richten,
und als problematisch einzustufen sind, werden dann von Verfassungsschutz und Polizei beobachtet. Aber ich glaube, wer den Vortrag von Thorsten Voss hier gehört hat, der wird entsprechend etwas mitgenommen haben. Ja, was bewegt einen hier in Hamburg? Da gibt es die Lease-Stände. Also es waren ja diese öffentlichkeitswirksamen Stände, Lease-Stände, die wir über die Polizei auch bewertet haben. Und wir haben dann 2014, 2015 bundesweit festgestellt, dass auch in Hamburg es zu einer Zunahme von salafistisch geprägten Koranverteilungsständen kam. Die Polizei und der Verfassungsschutz sehen natürlich in den Lease-Ständen ein Mittel der Salafisten, um junge Muslime zu radikalisieren und für den Extremismus auch tatsächlich zu gewinnen. Insofern war es richtig, dass das Bundesministerium des Innern dann am 15.11. den islamistischen Verein Die wahre Religion, so hieß er, des Hasspredigers Nagi und somit auch die Durchführung von Lease-Kampagnen verboten hat. Es folgten Durchsuchungen in knapp 200 Moscheen, in Wohnungen, Büros, Lagerhallen, das Ganze in 10 Bundesländern. Das Landeskriminalamt in Düsseldorf hat eine groß durchgeführte Razzia geleitet in Nordrhein-Westfalen, Hessen und auch in Hamburg. Wenn ich auf das salafistische Gesamtpotenzial gucke, auf die Ausreisenden, auf die Rückkehrer, 1065 Personen haben islamistische Bestrebungen. Das ist die derzeitige Einschätzung. Im Jahr 2014 waren es 955. Das salafistische Gesamtpotenzial liegt aktuell bei 460 Personen. Und das Landesamt für Verfassungsschutz rechnet 319 Personen als gewaltbereite Dschihadisten hier in Hamburg an. Oder stuft sie als gewaltbereite Dschihadisten ein. Der Staatsschutz, das LKA 7, also der Staatsschutz ist ja der Polizei Hamburg zugeordnet. Sie wissen, der Verfassungsschutz beobachtet Tendenzen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und der Staatsschutz, LKA 7, der Polizei Hamburg, wir sind dann einerseits zur Aufklärung der Straftaten da, beziehungsweise zur Verhinderung. Wir haben derzeit 17 Gefährder und 8 relevante Personen aus dem Phänomenbereich Islamismus. Kommen wir gleich zu. Eine besondere Gefährdung besteht auch durch Ausreisende und Rückkehrer, gerade auch aus dem syrischen Krisengebiet. Hier setzen wir Mittel der Gefahrenabwehr, der Strafverfolgung an. In Hamburg hat man beispielsweise 15 Personen den Pass entzogen, sodass sie an der Ausreise gehindert wurden. Für 2016 wurden 4 Ausreiseversuche von ausländischen Personen verhindert und 3-mal Passversagung für deutsche Staatsbürger, die ebenfalls dem Dschihadismus zugerechnet wurden, angeordnet. Gesicherte Erkenntnisse, dass Ausreiser mit Kampferfahrung aus Syrien wieder zurück nach Hamburg gekommen sind, liegen uns nicht vor. Aber wir haben tatsächlich Rückkehrer aus diesem Gebiet, wie gesagt, denen wir zwar keine konkreten Kampfhandlungen nach oder zuordnen können, die hier aber wieder zurückgekehrt sind. Und hier findet teilweise eine sehr intensive Observation beispielsweise vor, aber auch Gefährderansprachen. Wenn ich auf die aktuelle Terrorlage schaue, dann wissen Sie, wir haben Anschläge in Frankreich, in Belgien, in Bayern gehabt. Mittlerweile hat die Terrorgefahr nicht nur Europa erreicht, sondern auch Deutschland. Und viele Menschen werden sich bewusst, dass das auch irgendwo jederzeit hier auch passieren kann. Die offizielle Lageeinschätzung spricht ja von einer abstrakten Gefährdungslage hier in Deutschland, im europäischen Raum. Eine abstrakte Gefährdungslage, die sich jederzeit in einer konkreten Tat auch manifestieren kann. Wir haben, das haben Sie vielleicht mitbekommen, in unserem Nachbarbundesland, in Schleswig-Holstein, hat es eine polizeiliche Aktion gegeben am 13. September. Es hat ein monatelanges verdecktes Verfahren gegeben. Beamte des BKA, die GSG 9 und auch die Polizei Hamburg war involviert, haben dann in den Erstaufnahmeeinrichtungen Rheinfeld, Großhansdorf und Arnsburg Täter festgenommen. Und diese drei Personen werden tatsächlich dem
islamistischen Staat zugeordnet. Von den Bekannten werden die drei als ruhig und angepasst beschrieben. Niemand hätte sich vorstellen können, dass diese Männer Terrorverdächtige sind. Dieser Fall zeigt mir deutlich, dass die Terrorgefahr näher gekommen ist. Wir müssen damit umgehen, können aber, glaube ich, auch, und das zeigen die Fälle, Vertrauen in die gute Zusammenarbeit der einzelnen Sicherheitsbehörden untereinander haben. Es hat ja auch andere Festnahmen gegeben, bundesweit, wo befreundete Dienste entsprechende Hinweise gegeben haben und die Sicherheitsarchitektur dann funktioniert hat. Zum Glück konnten die Täter dann ja vor Ausführung der jeweiligen Taten dann festgenommen werden. Weil wir wissen, dass der Terror sich aber auch jederzeit hier manifestieren kann, haben wir unsere Konzeption verändert. Die Polizei Hamburg stellt sich eben anders drauf ein, mit Terrorgefahren, Schlägen umzugehen. Wir haben die Sachverhalte natürlich hier aus dem europäischen Raum tatsächlich analysiert und wir sind eben darauf eingestellt, dass man tatsächlich in der Lage ist, und da muten wir ehrlicherweise dem Kollegen auf dem Streifenwagen mittlerweile eine Menge zu. Früher war es so, wenn ich mir beispielsweise Banküberfälle angucke, dann ist die Schutzpolizei gekommen, hat erstmal außen eine äußere Absperrung. Lauter, man versteht, sonst liegt's oder dicht ans, ich gehe dicht ans Mikrofon, dann reguliert sich's wieder. Beispielsweise bei einem Banküberfall ist die Schutzpolizei gekommen, hat eine äußere Absperrung eingenommen. Man hat dann sozusagen einen Status quo hergestellt und dann hat man die Spezialkräfte hinzugezogen und dann ist das mobile Einsatzkommando, GSG 9, wie auch immer, hat dann den Täter bekämpft. Wir wissen mittlerweile, wir können es mit mehreren Tatorten zu tun haben, wir wissen, dass es diesen Tätern ausdrücklich darauf ankommt, so viel wie möglich, so viele Menschen wie möglich zu töten. Und insofern müssen die Kollegen dann auf dem Streifenwagen sofort agieren. Das ist ein neuer Ansatz, den wir erstmalig bei den Amok-Taten schon umgesetzt haben in der Struktur, wo man auch nicht zugucken kann, nicht zuwarten kann, beispielsweise, dass Täter in einer Schule agieren und eben wehrlose Schüler erschießen. Auch dort wird sozusagen der ganz normale Streifenwagen, den Sie hier tatsächlich immer auch sehen, dann sofort in die Täterbekämpfung gehen. Dafür müssen wir die Kollegen natürlich auch speziell ertüchtigen und auch ausrüsten. Das haben wir getan. Und insofern konnten wir jetzt am 14.11. den Medien unsere neue Konzeption vorstellen und auch eine besondere Schutzausstattung. Der ein andere hat es vielleicht auch gesehen in der Presse. Es gibt jetzt einen besonders gepanzerten Wagen, mit dem wir in der Lage sind, Terroristen sehr gezielt zu bekämpfen. Die Kollegen werden mit Schutzhelmen ausgestattet, mit Sturmgewehren. Das war viele Jahrzehnte ja nicht hier erforderlich. Müssen aber die Täter gehen natürlich ein Stück weit auch soldatisch geprägt vor und insofern müssen sie auch entsprechend bekämpft werden. Das kannte man lange nicht. Die Polizei Hamburg, das glaube ich, nehmen sie mir sehr ab, ist eine sehr liberal geprägte Polizei, aber wir müssen mit den neuen Gefahren umgehen und insofern sind wir auch entsprechend gewappnet. Dann gibt es Schutzschilde. Wir werden die Öffentlichkeit auch informieren über unsere Konzeption. Im Frühjahr ist eine groß angelegte Übung geplant und dann wird man das Ganze der Öffentlichkeit auch nochmal vorstellen, wie wir uns mittlerweile aufgestellt haben. Und ich glaube, auch da sind wir sehr wehrhaft. Dann möchte ich einmal noch das Thema Reichsbürger ansprechen, weil auch das ist ja ein Thema, was momentan sehr in den Medien ist. Es geht dort den Reichsbürgern um einige Bestrebungen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, sowie den Bestand der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Länder. Anfang 2016 hat es einen Vorfall in Bayern in einem Gerichtssaal gegeben, als es zu tumultartigen Szenen in einem Zuschauerrahmen kam. Können Sie das nochmal wiederholen? Das ist akustisch schlecht zu verstehen gewesen. Also Anfang 2016 hatten wir sozusagen den ersten größeren Vorfall in Bayern, eine Gerichtsverhandlung. Diese Gerichtsverhandlung wurde durch Sympathisanten einer Reichsbürgerin massiv gestört. Es kam zu tumultartigen Szenen. Und wir hatten am 25.08. in Sachsen-Anhalt bei einer Zwangsräumung den Vorfall, dass ein Reichsbürger
auf 3 Beamte des Spezialeinsatzkommandos schossen und einen dabei verletzten. Und wir hatten den Vorfall am 19.10. in Georgensmünd im Landkreis Roth, hat ein 49-jähriger Reichsbürger bei einer gerichtlich angeordneten Durchsuchungsaktion des Landratsamtes Roth zur Einziehung seiner Jagd- und Sportwaffen wegen Unzuverlässigkeit sofort das Feuer auf die Einsatzkräfte eröffnet. Dabei wurde ein Polizeibeamter eines Spezialeinsatzkommandos getötet, einer schwer und 2 weitere Beamten wurden leicht verletzt. Insbesondere die geschilderten Ereignisse in Sachsen-Anhalt und Bayern belegen die steigende Gewaltbereitschaft von Reichsbürgern und stellen einen vorläufigen Höhepunkt der Eskalationsspirale dar. Die selbsternannten Reichsregierungen handeln mit eigenen Pässen, Nummernschildern und weiteren Dokumenten. Zudem weigern sich die Reichsbürger, Steuern, Abgaben und Bußgelder zu bezahlen, da sie amtliche Weisungen und Bescheide wegen einer aus ihrer Sicht fehlenden Zuständigkeit der Behörden nicht akzeptieren. In Hamburg sind diese Personen seit einigen Wochen verstärkt mit regelmäßigen Stammtischen, Internetauftritten sowie in sozialen Netzwerken aktiv. Nach Erkenntnissen Verfassungsschutzes gibt es zwischen Reichsbürgern und weiteren Rechtsextremisten inhaltliche und personelle Züge. Den hier in Hamburg aktiven Gruppen sind derzeit schätzungsweise 50 Personen zuzuordnen. Der Polizei Hamburg sind keine aktiven Polizeibeamten bekannt, die Reichsbürger sind. Zum Jahreswechsel 2015-2016, jetzt komme ich nochmal auf das Silvesterereignis, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig an dieser Stelle. Es kam zu sehr vielen sexuellen Übergriffen, zum Nachteil von jungen Frauen in Köln, in Hamburg, aber auch in anderen deutschen Städten. In Hamburg gingen bei der Polizei insgesamt, also wir reden jetzt nur über die Silvesternacht, 245 Strafanzeigen ein von 410 geschädigten Frauen. Zur Aufklärung dieser Taten und zur Festnahme der Täter setzte der Leiter des Landeskriminalamtes Anfang Januar die Ermittlungsgruppe Silvester ein. Durch die Ermittlung der EG Silvester wurden 21 Tatverdächtige ermittelt. 21 Tatverdächtige. 6 Personen, Sie bekommen von mir alle Zahlen, Daten, Fakten. 6 Personen wurden zugeführt, das heißt, sie wurden in die Untersuchungshaftanstalt genommen. 4 Personen wurden freigesprochen. Bei einem Tatverdächtigen erging ein Strafbefehl wegen Hehlerei. Ein weiteres Verfahren steht noch aus. Bitte? Ganz kurz eine Zwischenfrage von mir. Ja. Die Ergebnisse sind sicherlich für uns alle nicht ganz zufriedenstellend, aber Herr Thiel, kommentieren Sie das Geschehen aus freien polizeilichen Sicht, dass die Berichte nach der Wettbewerbsstellung völlig anderen Blatt. Und wir sind dankbar, dass wir eine Polizei haben, die mit allen Mitteln gegen diese Leute vorgeht. Gilt dann halt, dass auch beweissicher ist, dass man uns leider nicht immer so einfach in Bundesumgebung gegenüber Herrn Thiel sind. Ich hoffe zumindest, dass die Mehrheit das so sieht, dass es einmal wichtig ist, ein Phänomen auch einordnen zu können. Und ich glaube, ich habe es ja deutlich gemacht, dass man einmal das Volumen deutlich macht, der geschädigten Frauen. Ich unterschlage hier nichts, im Gegenteil. Ich benenne das sehr, sehr klar, wie viele Opfer wir dort in der Silvesternacht hatten, wie viele Tatverdächtige wir ins Hellfeld geholt haben und zu wie viel Verurteilungen das bisher gekommen ist. Und das habe ich, glaube ich, sehr, sehr deutlich gemacht. Und ich glaube, man kann erst diskutieren, wenn man Zahlen, Daten, Fakten auch tatsächlich zuordnen kann. Es hat, und jetzt möchte ich ganz kurz auf den Ausblick für das aktuelle Silvester kommen, weil das eine ist natürlich für die Opfer zutiefst traumatisierend, was sie erlebt haben. Wir wollen aber auch als Polizei Hamburg, und glauben Sie es mir, das letzte Silvesterfest, da ist natürlich etwas passiert, was wir natürlich mit aller Macht gerne verhindert hätten.
Ich habe unter anderem mit der Kollegin gesprochen, die jetzt und auch damals die Davidwache geleitet hat und leitet, Kollegin Schröder. Sie hat diesen Einsatz rund um die große Freiheit geführt. Und man war morgens noch zutiefst davon überzeugt, dass der Einsatz grundsätzlich, der Silvestereinsatz, positiv gelaufen ist. Und es hat eine Situation gegeben, und zwar hat es einen starken Zugriff der Feiernden von der Reeperbahn auf die große Freiheit gegeben. Und da hat die Polizei eine Polizeikette aufgezogen, weil man wollte Bilder, man merkte, innerhalb der großen Freiheit gibt es einen ganz starken Menschenandrang. Man wollte tatsächlich Bilder à la Duisburg verhindern. Das, was sich dann in der Menschenmenge abgespielt hat, war für uns so nicht erkennbar. Ich will ganz kurz erläutern, wie wir uns jetzt aufgestellt haben, damit Sie auch das einschätzen können für 2016. Wir werden also für das Silvesterfest zu einer deutlichen Erhöhung der polizeilichen Kräfte kommen. Letztes Jahr waren um die 335 Polizeibeamte eingesetzt. Diesmal werden es um die 530 sein. Über 50% mehr Polizeikräfte werden eingesetzt. Alle Polizisten in Uniform werden eine Signalweste tragen mit der Aufschrift Polizei, weil uns viele Frauen auch sagten, man konnte die Polizei einfach auch gar nicht erkennen. Wir werden Videotechnik einsetzen. Wir werden Lichttechnik haben. Es gibt an den speziellen Örtlichkeiten, die sind natürlich Reeperbahn, große Freiheit. Das ist der Jungfernstieg und das sind die Landungsbrücken. Wir werden dort Hamburger Gitter einsetzen. Wir werden dieses Volllaufen von Arealen verhindern, wo man im Grunde genommen diesen Tätern eine Gelegenheit gegeben hat, zu agieren, wie man agiert hat. Wir werden die Anzahl der Zivilbeamten verdreifachen und auch die Anzahl der Ermittlungsbeamten verdreifachen. Wir werden mit der Bundespolizei, das ist nochmal wichtig, sehr intensiv zusammenarbeiten, weil da gibt es natürlich S-Bahnhöfe, wo die Bundespolizei nochmal entsprechend Kräfte hat. Die kommen nochmal oben drauf und wir arbeiten auch mit den Clubs zusammen, die natürlich eigene Sicherheitsbedienstete da haben und die haben klare Handlungsempfehlungen bekommen. Auch meine Dienststelle, die Pressestelle, wird Silvester vor Ort sein. Wir twittern, also Social Media, wir werden in Echtzeit Informationen rausgeben, wo gibt es vielleicht eine Situation, wo einfach der Raum überfüllt ist, wo wir Handlungsempfehlungen geben, wo man einfach nicht mehr nachdrücken muss, weil einfach der Raum überfüllt ist. Ich glaube, wir haben eine Konzeption, wo wir uns ja wirklich gut aufgestellt haben und eben dieses Phänomen in den Griff bekommen. Dann möchte ich noch mal kurz einen Ausblick machen, den zweiten Ausblick zu Silvester. Auf den 8.9. Juli kommen. Wir haben das G20-Treffen hier in Hamburg. Sie wissen, 20 Mitgliedstaaten, 6.500 Delegierte. Das ist das dritte Mal, dass die Bundesrepublik Deutschland Gastgeberin ist. Zweimal war es in Berlin, nun ist es in Hamburg. Wir werden das ähnlich angehen wie OSZE. Ich glaube, die Polizei Hamburg hat mit der Freien Hansestadt Hamburg ein Bild abgegeben. Das, glaube ich, auch da dürfen wir ein Stück weit stolz sein zur OSZE-Tagung. Es ist ja nicht nur friedlich geblieben, sondern wir haben, das haben wir im Vorwege auch immer dargelegt, wie wir die Lageeinschätzung sehen, wie wir den Umgang mit der linken Szene einschätzen. Und ich glaube, da waren wir sehr verlässlich. Uns ging es immer darum, keine hohen Zäune in dieser Stadt zu errichten. Wir haben sehr, sehr viel, fast alles mit Hamburger Gittern gemacht. Dafür muss man dann aber auch sehr, sehr viel Kräfte einsetzen. Und insofern sind letztlich 10.500 Beamte eingesetzt gewesen beim OSZE-Ministerratstreffen. G20 wird dann entsprechend auszuarbeiten sein. G20 kann man jetzt ehrlicherweise, also die gibt ja das ein andere Boulevardblatt, das schon eine Lageeinschätzung abgegeben hat, das kann man realistischerweise an dieser Stelle noch überhaupt nicht. Da muss man tatsächlich gucken, wie ist die Weltpolitik an der einen oder anderen Stelle, wie werden wir hier in Hamburg Situation haben. Derzeit ist das so noch nicht einzuschätzen. Wir versuchen nach wie vor, die Auswirkungen für die Hamburger Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Wir werden uns auch hier professionell aufstellen. Wir werden den Artikel 8, das Demonstrationsrecht, voll zur Anwendung bringen. Wenn aber jemand meint, er muss das Recht missbrauchen, dann wird die Polizei Hamburg aber auch sehr konsequent dagegen einschreiten. Gut, das sind die täglichen Herausforderungen, mit denen wir umzugehen haben. Und dann bin ich schon auf
auf der Schlusslinie. Was bedeutet das eigentlich innere Sicherheit für die Polizei Hamburg intern? Auch hier stehen wir vor großen Herausforderungen. Wir haben den Generationswechsel. Wir haben einen Altersdurchschnitt der Polizei Hamburg von 43 Jahren zurzeit. 3.743 Angehörige sind über 50 Jahre und Sie wissen, viele arbeiten im Schichtdienst. 1.669 werden bis 2021 in den Ruhestand gehen. Das bedeutet für uns, wir müssen verstärkt um Nachwuchs werben und wir müssen den Nachwuchs gewinnen. Wir haben eine Einstellungsoffensive aufgelegt. Herr Nockemann hat es deutlich gemacht in seinem Eingangsstatement. Wir sind darauf angewiesen, eben junge Kolleginnen und Kollegen zu bekommen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir mit den immer älter werdenden Kollegen auch entsprechend umgehen. Insofern werden wir Lösungen finden, wie geht man mit Menschen um, die im Dienst erkranken. Neue Dienstzeitmodelle, die Ausbau der Telearbeit. Man möchte die Schichtzulage ändern, also ein Polizeibeamter, der im Schichtdienst tätig ist, also rund um die Uhr arbeitet, Weihnachten, Silvester, morgens irgendwann um 7 dann vom Nachtdienst nach Hause bekommt, ich glaube, was sind wir, irgendwie so zwischen 200, 250 Euro netto. Das ist so die Summe, die dafür gezahlt wird. Da, glaube ich, würden Sie in der freien Wirtschaft nicht allzu viele für bekommen. Das wird ein Stück weit angepasst, deutlich stärker auf die Situation, die Kollegen, die Nachtdienste machen sollen, sozusagen einen erhöhten Stundensatz für die Nachtdienste bekommen. Und das finde ich auch mehr als angemessen und nur fair. Wir sind auch ein moderner Arbeitgeber. Die Telearbeit habe ich erwähnt. Wir müssen auch mit der Technik Schritt halten. Mobile Anwendungen gehören mittlerweile zum Alltag. Wir wollen die Digitalisierung vorantreiben. Es wird neue Informationskommunikationssysteme geben. Wir haben jetzt bei OSZE einen dienstlichen Messenger eingesetzt. Das ist sozusagen, wie Sie es vielleicht von WhatsApp kennen, wo man Fotos, Fakten rüberschicken kann. Dafür brauchen wir natürlich gewisse Sicherheitsanforderungen. Das ist uns mit diesem Messenger gelungen. Und wir wollen zukünftig den interaktiven Streifenwagen vorantreiben, wo wir, und da gibt es jetzt ein Pilotverfahren, wo wir eine Steuerungseinheit haben, wo wir die Einsätze annehmen können. Wir können entsprechend navigieren. Das Funk läuft entsprechend drüber. Die Sondersignale, die Videoeigensicherung wird darüber geschaltet. Man hat einen Computer mit an Bord. Das Ganze mit einem Touch-Display, also sehr modern, wo man dann auch beispielsweise polizeiliche Abfragesysteme einbinden kann. Insofern, das sind die nächsten Schritte. Ja, Sie sehen, ich schlage jetzt die Rede soweit zu. Das waren soweit die Ausführungen und das war das Bild, in das ich Sie versetzen wollte. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, mit mir entsprechend umzugehen, Fragen zu stellen. In dem Moment, wo Sie jemanden ansprechen und ihm sagen, übrigens, ich schalte jetzt die Kamera ein, alles das, was du mir jetzt hier gerade verbal an den Kopf geknallt hast, das wird jetzt auch aufgenommen. Das führt doch noch zu einer Hemmschwelle und das, glaube ich, kann man auch entsprechend nutzen. Also wie gesagt, das machen wir. Erzähl das Sie ganz kurz noch recht. Ich möchte nur darüber informieren, dass mir gerade mitgeteilt wurde, dass es einen Terroranschlag in Berlin auf der Weihnachtsmarkt gab. Und ein LKW in eine Runde gefahren ist. Oder ob wir sie abbrechen wollen, aber wenn wir sie fortsetzen, sollen wir bei aller Betroffenheit versuchen, sachlich fortzusetzen. Different smell. Why not? Different smell. Why not? Okay.